Hey, stehst du gerade vor der Entscheidung, ob du in Kanti oder die FMS willst? Weil dann ist das Video für dich. Im heutigen Video haben wir uns bei diversen Personen informiert, was sie empfehlen können und was sie für ihre Erfahrungen haben. Und somit herzlich willkommen zu den KSW News. Bevor wir anfangen, wir haben euch noch eine kurze Übersicht erstellt von Unterschied zwischen der Kanti und der FMS, einfach dass ihr den Durchblick nicht verliert. Die Anforderungen unterscheiden sich bereits. Für Kanti braucht es ein 4-7 aus den BETS oder eine Aufnahmeprüfung, die FMS ein 4-4 aus den BETS oder ein 5-3 aus den SEC. Nach 4 Jahren Kanti hat man die Matura und nach 3 Jahren FMS den Fachmittelschulausweis. Macht man noch das 4. Jahr, hat man die Fachmatura. Also fangen wir nochmal von vorne an. In der Kanti hat man im 1. und 2. das Akzentfach, im 3. und 4. das Schwerpunktfach und im 4. das Ergänzungsfach. In der FMS wählt man mit der Fachrichtung automatisch Berufsfeldfächer vom 2. und 3. Jahr. In der Kanti gibt es zusätzlich Immersions- und Phasenunterrichtsklassen und IB, also eine internationale Matur. Es gibt mehr Freifächer in der Kanti und einfachere Bedingungen für einen Austausch. Das 4. Jahr, also die Fachmatura, ist sehr unterschiedlich je nach Fachrichtung. Wenn euch das nachher interessiert, könnt ihr das Video auch stoppen. Also, you need to know. Schweizerdeutsch, alles Schweizerdeutsch. Also, kannst du dich schon vorstellen? Ich bin der Takumi vom G3G. Ich bin der Benjamin vom G4D. Und ich bin der Serio vom G3G. Gut. Wieso habt ihr euch für Kanti entschieden? Ich habe mich eigentlich relativ spontan für Kanti entschieden. Ich habe mich einfach davon abgewandt, weil ich keine Lehre machen wollte. Ja, bei mir ist es eigentlich auch so, ich wollte nicht eine Lehre machen, beziehungsweise habe noch Zeit gebraucht, um mich zu entscheiden, was ich später machen will. Ja, bei mir ist es genau gleich so. Ich wollte keine Lehre machen und da mein Vater schon in der Kante war und meine Mutter. Und dementsprechend war es für mich klar, dass ich auch Kante machen will. Okay. Sind ihr soweit eigentlich zufrieden mit der Kante oder habt ihr irgendetwas auszusetzen? Ja, also ich bin relativ zufrieden. Es ist halt einfach Fach- und Lehrerabhängig, aber alles in allem würde ich sagen, dass ich schon zufrieden bin. Ja. Grundsätzlich bin ich schon zufrieden mit der Kante. Heilige Mutter, also ich bin zufrieden mit dem Spass, was ich erwartet habe. Und, ja. Was wisst ihr eigentlich so über die FMS? Also ich weiss, dass man 3 Jahre lang da in Wettingen in die Schule geht und dann anschliessend ein Praktikum macht das ganze Jahr. Und zum Reinkommen brauchst du schon einen 4-4-Schnitt, glaube ich, aus den BETS raus. Aus der SEC weiss ich es nicht ganz genau. Und allgemein, du hast deutlich andere Fächer auch noch im Vergleich zu der Kante. Und ja. Ja, man hat so spezielle Ausrichtungen, glaube ich, die man kann wählen kann. So. Mehr weiss ich aber auch nicht wirklich. Ja, ich schließe mich einfach an. Ja, die Grundlagenfächer sind ja trotzdem noch die gleichen. Es ist einfach so, man hat das Akzent- und Schwerpunktfach nicht. Man hat einfach dann über die Ausrichtungen. Ja. Wo siehst du Vorteile für die Kante, die die FMS nicht hat? Gute Frage. Wahrscheinlich schon Schwerpunktfach und Ergänzungsfach. Also wie wichtig, dass du das in der Kante hast, dass du dich in der Fachrichtung schon mal. Also klar, du hast auch aus dem Themenrichtung, aber so. Ich weiß nicht, wie viele Stunden es in der FMS sind, aber in der Schwerpunktfach und Ergänzungsfach hast du die Möglichkeit, in der Kante 2 Fächer genauer anzuschauen, wo dich interessiert, wo du dementsprechend auch den Studiengang wählen kannst. Und, ja. Ich weiss leider nicht. Ja, also ich weiss, dass man hat ja einfach ein Jahr länger wie eine Grundausbildung, dafür das Praktikum eben nicht. Aber ich sehe sonst nicht wirklich Vor- und Nachteile. Was können dir zukünftige Kanti- oder FMS-Schüler, die an KSW-Event kommen, noch mitgeben? Komm wieder ins Gym, so schätzt du den Menschen. Okay. Konzentriert euch auf die Schule. Gute Noten, schlechte Noten. Und, aber Hauptsache, man kommt durch. Ihr habt immer noch ein Leben neben der Schule, vergessen das nicht. Und Gesundheit hat Priorität, also nehmt euch auch die Zeit, die ihr braucht. Ja, wie gesagt, geniessen die ersten 2 Jahre auf jeden Fall, weil es wird immer schlimmer. Ja, ich bin der Matthias, ich komme aus dem F2A. Ich bin der Samuel und ich komme auch aus dem F2A. Ja, ich bin der Dusan und aus der F2C. Ich bin der Amir aus der GSD. Wir sind ja mehrheitlich hier in der FMS. Wieso habt ihr euch für die FMS entschieden? Ja, weil ich das nicht für Kanti gehabt habe.
und B, weil ich mich riesig für Psychologie interessiert habe. Okay. Ja, same. Also ich hatte einen Schnitt für Kantine, aber ich habe von Grund aus ab der dritten Oberstufe eigentlich gar nicht mehr ins Gymnasium wollen. Sondern nur die FMS, weil ich einfach nicht habe lernen. Und eigentlich genau gleich, ich habe mich sehr für, also ich interessiere mich immer noch sehr für Psychologie. Ja, bei mir war es so, ich war in der Sek und hatte den Schnitt für die Bets, hatte nur gar keinen Bock auf die Bets und dachte, ey, wenn schon die FMS, dann auch mit den Interessen und zwar mit Gesundheit. Und deswegen bin ich in der FMS. Also genau, ich bin im 10. Schuljahr gewesen. Dort haben wir eigentlich nicht wirklich eine Möglichkeit. Zuvor bin ich in der Sek gewesen. Und wenn man so eine Situation hat, kann man eigentlich nur mit der FMS. Okay, sind ihr zufrieden mit eurer Entscheidung? Ja, ich würde schon sagen, ich bin an einer geilen Schule mit geilen Leuten. Was braucht es mir? Ich finde auch, also mir macht es Spass. Ich habe sehr geile Leute auch kennengelernt. Ja, mir braucht es wirklich nicht. Ja, tatsächlich. Also ich kann mich den beiden nur anschließen. Ich meine, anfangs war ich skeptisch und wollte schon nach dem zweiten Schultag wieder verlassen. Aber durch das Gym und an sich nur durch einfach die Fächer habe ich neue Leute kennengelernt und bin sehr happy. Amen. Okay. Amen. Und okay. Was haltet ihr vom neuen Jugendwort Goofy? Woher ist das gekommen? Also, ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung, vor allem auch, weil ich die Leute und das ich da kennengelernt habe und auch mehrere Leute. Es ist echt eine coole Schule und ich bereue die Entscheidung nicht. Nein. Was kennt ihr so für Unterschiede zwischen Kanti und FMS? Also, ich habe gehört, dass die Kanti-Schüler es einiges härter haben. Ich habe nur von etwas mitbekommen, was sich unterscheidet von der FMS. Und zwar, dass in einem Semester halt mein Stoff durchgemacht wird. Das heisst, sie nehmen einfach mehr Stoff im Unterricht durch. Du kennst ja insbesondere eigentlich den Unterschied zwischen Kanti und FMS noch mal ein bisschen genauer, weil du hast ja von der FMS in Kanti gewechselt. Genau. Was kannst du da noch so ein bisschen dazu sagen? Ich kann sagen, dass Gymi deutlich schwieriger ist. Fällt mir auch in der Stunde auf. Letztes Jahr war es recht chilliger, weniger Aufzug und ich hatte mehr Zeit, mehr Freizeit. Was könnt ihr noch den zukünftigen FMSler und Kanti-Schüler empfehlen? Ich glaube, ich spreche für alle hier von uns. Holt doch ein Gym-Abo, es sind die besten 50 Stutz, die ihr jemals investiert habt. Das ist eigentlich gut, nein? Gut gesagt. Ja, gut gesagt. Das ist also. Ich bin stolz auf euch. Ich muss sagen, wenn ihr nicht viel Unterrichtsstoff durchnehmen und nicht viel Hausaufgaben machen wollt, wählt lieber die FMS wie das Gymi. Kann ich nur so vergeben? Ja genau, ich bin ein Schüler im Phasenunterricht und ich finde es auch eigentlich sehr geil. Man hat 5 Wochen eine sehr entspannte Zeit, aber in der Prüfungswoche ist dann sehr stressig mit all den Prüfungen. Danke nochmal an alle Beteiligten für eure Antworten und dass ihr mitgemacht habt. Und ja, das war mit der KSV News für heute. Ciao.